Standing Ovations für Olaf Scholz. Die gab es vor knapp 4 Monaten nicht etwa von seiner eigenen SPD-Fraktion, sondern von uns, der CDU-CSU. Denn als Scholz noch Finanzminister war, hat er ganz viele wichtige Rüstungsprojekte immer wieder blockiert. Und deshalb waren wir als Union froh, dass er die Zeitenwende ausgerufen hat. Wenn wir jetzt die letzten 4 Monate allerdings Revue passieren lassen, dann sehen wir, dass viel angekündigt worden ist, aber sehr wenig geliefert wurde. Ich habe mal in einem längeren Text jetzt aufgeschrieben, warum wir so ernüchtert sind, was besser gemacht werden müsste. Den Link zu diesem Text findet ihr hier in der Bio.